Torgau liegt geografisch gesehen im Herzen Europas. Und direkt im Herzen der Stadt befindet sich im Rathausgebäude das Torgau Informationscenter. Es ist oftmals die erste Anlaufstelle für Besucher der Stadt. Nicht nur deshalb schaut man hier besonders auf die Servicequalität der angebotenen Leistungen. Unsere Gäste sind so, sie haben eine Erwartungshaltung, wenn sie hierher kommen. Und diese Erwartungshaltung sollte doch sogar noch übertroffen werden. Seit 2003 beteiligt sich das Torgau Informationscenter an der Qualitätsinitiative Servicequalität Deutschland des Landestourismusverbandes Sachsen. Bisher gab es durchweg positive Erfahrungen damit. So zum Beispiel für die Mitarbeiter, denn unter anderem mit dem Maßnahmeplan steckt man sich eigene Qualitätsziele. Wir haben, ich habe das jetzt mal geschaut, über die Jahre ganz viele Sachen schon erfüllt von diesem Maßnahmeplan. Einiges noch nicht, einiges müssen wir auch wieder verwerfen. Aber für uns ist es ein Hilfsmittel und ein Druckmittel eigentlich für uns zur Arbeit. Zwei ausgebildete Mitarbeiter analysieren dazu die hauseigene Servicequalität und betrachten sie aus Sicht des Kunden. Sie stellen Arbeitsabläufe, Leistungen und Angebote auf den Prüfstand, um sie stets an den Wünschen des Gastes auszurichten und zu verbessern. Wenn einer zufrieden war, ja, das registriert man, aber wenn er nicht zufrieden war, dann nutzen wir das als Potenzial. Entweder können wir selbst was machen oder wir können es auch weitergeben, Stadtverwaltung, andere Leistungsträger, wo was zu verbessern ist. Die Touristinformation gibt in vielen Fällen einen ersten Eindruck der Stadt. In Torgau bemühen sich die Mitarbeiter, dass dieser so gut wie möglich ist und der Gast bereits hier ein Rundum-Wohlfühlerlebnis geboten bekommt.